Aktuell, die sprechen auch tatsächlich dafür. Na, und jetzt hat auch noch ein Sonderermittler festgestellt, dass das FBI unrechtmäßig gegen ihn ermittelt hat. Trump sieht sich bestätigt. Michael Willenweber, unser USA-Korrespondent, über einen weiteren Schritt des Ex-Präsidenten Richtung Weißes Haus. Es ist ein Sieg für Donald Trump, wenn auch nicht vollständig. Das FBI hat bei seinen Untersuchungen gegen ihn über die Stränge geschlagen. Das ist die Botschaft, die Sonderermittler John Durham auf 306 Seiten der Öffentlichkeit präsentiert. Das Ministerium und das FBI haben es versäumt, ihre wichtige Mission, die Treue zum Gesetz einzuhalten, heißt es in dem Bericht. Hochrangige FBI-Mitarbeiter zeigten einen ernsthaften Mangel an analytischer Strenge. Eine Klatsche. 2016 hatte das FBI versucht zu beweisen, dass es eine Verschwörung zur Beeinflussung der Wahl gab. Zwischen dem Wahlkampfteam Donald Trumps und Russland. Die Anhaltspunkte aber waren so dünn, dass gar nicht hätte ermittelt werden dürfen. Trump, der die damalige Untersuchung als Verbrechen des Jahrhunderts brandmarkte, feierte jetzt auf Truth Social. Sie sind Abschaum, wie all diese Kakerlaken in Washington. Vielen Dank, John Durham. Gemeint das FBI, die Demokraten, seine Gegner, also alles Kakerlaken. Für Trump läuft's riesig. Inzwischen kommt er bei den Republikanern auf 61% Zustimmung. Sein größter Rivale schafft gerade mal 18%, 43 Prozentpunkte Unterschied. Und dabei wurde der Mann gerade eben erst wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. An Donald Trump perlt alles ab. Und wenn dann noch das FBI an die Wand genagelt wird, parteiisch ermittelt zu haben, dann ist das natürlich Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die ohnehin glauben, dass alle Vorwürfe nur die berühmte Witch Hunt sind. Hexenjagd. Der Durham-Bericht immunisiert zusätzlich den Ex und möchte gern noch einmal gegen alle vermutlich noch anstehenden Prozesse und Urteile.